Primär als sehr interessiert. Also die Leute sind hergekommen, wollen etwas erfahren über Campaigning, wollen neue Leute lernen kennen. Und dazu natürlich das, was wir auch immer sagen, sehr inspirierend. Also die Leute haben nicht nur etwas gelernt, sondern auch sie raus energetisiert und wirklich voller Power, um am nächsten Tag oder am Montag etwas Neues zu kreieren und zu bewirken. Campaigning ist für mich eine Denkweise, wo man anwenden, wenn man irgendein bestimmtes Ziel erreichen will, wo man etwas bewirken mit anderen Leuten zusammen. Und es ist eine Denkweise, die einem sehr, zum einen sehr klar vorgibt, wie man vorzugehen hat, um ein Ziel zu erreichen, und auf der anderen Seite einem aber die Freiräume lässt, um sehr kreativ etwas auf die Beine zu stellen. Am meisten ausgelöst hat bei mir wahrscheinlich das Referat von Jonathan Ellis, weil der hat wirklich eine gute Story erzählen. Also es war extrem einfach, ihm zuzuhören, zu wissen, was er uns vermitteln will, und hat auch sehr, sehr schön alles mit Beispielen untermalt, wie das er in Kampagnen denkt. Das hat sehr relativ tief Einblicke gegeben in seine Arbeitsweise, und das ist das, was mir am meisten geblieben ist. Auf das fällt mir eigentlich immer auf, weil man sehr einfach mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Also das Networking ist sehr einfach hier anzugehen. Dazu auch voneinander lernen geht mit dem Networking einher. Also wenn ich jemanden treffe, dann tauscht man einander aus, man hilft einander weiter, man tut zusammen Fragen bearbeiten, und so ist es eigentlich immer sofort gegeben.